Streitpunkt ist die Verdi-Forderung, die nichtärztlichen Mitarbeiter des CTKs künftig nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zu bezahlen. Man verweist auf andere städtische Krankenhäuser in Brandenburg, Berlin und Sachsen, die bereits jetzt den vollen Tariflohn ausschütten. Die CTK-Geschäftsführung habe eine Anpassung auf 97% des Tarifvertrags vorgeschlagen. Der Arbeitnehmervertretung reiche das jedoch nicht. Vom bisherigen Verlauf der Gespräche ist man enttäuscht. Es gab seit Februar diesen Jahres drei Verhandlungsrunden. Wir haben im Rahmen dieser Verhandlungsrunden dem Arbeitgeber auch Kompromissvorschläge gemacht. Der letzte Kompromissvorschlag von uns hat dem Arbeitgeber nicht zugesagt. Daraufhin hat er die Verhandlungen in der dritten Verhandlungsrunde abgebrochen. Wir haben ihm dann noch mal einen Monat später einen neuen Kompromissvorschlag unterbreitet. Mit dem neuen Kompromissvorschlag wollen wir erreichen, dass die Gehälter auf 98% des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes angehoben werden und auch die anderen Regelungen aus dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes übernommen werden. Auf diesen Kompromissvorschlag hat die Arbeitgeberseite bis heute nicht geantwortet. Die Klinikumsleitung kritisiert hingegen, dass die wirtschaftliche Situation des CTKs bei den Verhandlungen nicht berücksichtigt werde. Durch die Corona-Pandemie sei ein finanzieller Schaden von 2,3 Millionen Euro entstanden. Die Überschüsse aus den Vorjahren seien immer in das Klinikum reinvestiert worden. Eine Komplettangleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst würde allein 2023 eine Mehrbelastung von 20 Millionen Euro bedeuten. Man verweist deshalb auf das Land, das etwa für eine bessere Ausfinanzierung von Investitionen verantwortlich sei. In einer heute Vormittag veröffentlichten Erklärung des CTKs stellt man nun jedoch eine freiwillige Arbeitgeberzusage in Aussicht. Diese sieht für die nichtärztlichen Mitarbeitenden eine Erhöhung des Entgeltes von 1,4% ab August 2021 und wiederum 1,8% ab August 2022 vor. Zudem wolle man diverse Zuschläge und Zulagen erhöhen. Verdi wünscht sich aber vielmehr, die Tarifgespräche wieder aufzunehmen. Wir finden das Verfahren nicht korrekt und nicht richtig. Wir finden, dass immer noch genügend Zeit ist, gemeinsam am Verhandlungstisch Lösungen zu finden. Das einseitige Diktat von Arbeitsbedingungen hat mit Tarifverhandlungen und Tarifbindung nichts zu tun. Erste Annäherungen gibt es aber immerhin schon. So fordert Verdi, die Azubi-Entgelte an den Tarif des öffentlichen Dienstes anzugleichen und die wöchentlichen Arbeitsstunden bis 2025 schrittweise auf 38,5 Stunden zu senken. Beide Punkte finden sich im Vorschlag des CTKs wieder. Mit einem Notdienst wurde während des zweistündigen Warnstreiks die Versorgung der Patientinnen und Patienten gewährleistet.